Hallo, da bin ich schon wieder. Und zwar, wie ihr gesehen habt, möchte ich gerne was verschenken, nur gegen Porto. Und zwar ist das einmal hier so ein Strickset. Ich packe das mal ein bisschen beiseite, das stelle ich hier einmal vor. Und zwar ist das, ups, einmal dieses Schalstrickgarn. So, ja, so knubbelige Wolle ist das. Und hier sind noch zweimal davon drin. Und 5 Rollen von dieser Wolle hier. Auch sehr schön. 5 Stück. Und dann noch jede Menge Stricknadeln dazu. Genau. Vielleicht kann das ja einer von euch gebrauchen. Und deshalb verschenke ich das gegen Porto. Ja, wie gesagt, wer zuerst kommt, mal zuerst, ganz klar. Ja, Porto sollte per PayPal Freunde oder Überweisung übernommen werden. Also was heißt sollte, müsst ihr übernehmen. Und dann gehört dieses schöne Strickset euch. Dann habe ich noch einen ganzen Karton, ups, einen ganzen Karton voll, ihr so Kopierkarton, ist das mit diversen Servietten. Ich gebe die nicht, die sind angefangen, die kommen noch weg. Aber ansonsten ist das hier so ein riesen Karton voll mit Servietten. Ich hole die mal raus. Alles zum Basteln mit Servietten. Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind einige. Ich zeige jetzt immer nur so ein paar. Ja, da haben wir hier sowas zum Beispiel. Oh, Hilfe. Oder solche, sowas ist dabei. Also viele verschiedene Servietten zum Basteln. Ich brauche sie nicht und es ist oh. Hilfe, Entschuldigung. Es ist zu schade, dass das hier rumliegt. Und deshalb verschenke ich auch diese Servietten gegen Porto. Es sind einfach zu schade, um das wegzuschmeißen. Und dann meldet euch doch bei mir. Und genau, dann haben wir hier noch sowas. Sowas. Also viele, viele, viele verschiedene. Und ja, ist mal ein etwas anderes Video von mir, aber ich muss ja auch nicht immer alles verkaufen. Und bevor ich sie wegschmeiße, habe ich gedacht, sind diese 2 Sets doch wirklich, ja, schön. Also viele, viele, viele Servietten, wie ihr auch seht. Ja, ich habe immer noch mein neues Stativ nicht aufgebaut, deswegen wackelt das jetzt auch wieder ein bisschen. So. Auch Weihnachtsservietten, von allem wirklich etwas dabei und schön zum Basteln. So. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Wie gesagt, auch hier müsste das Porto übernommen werden. Ich weiß nicht genau, wie schwer das ist. Aber es geht halt nur als Paket. Und ich verschicke es natürlich auch nur versichert. Aber ich weiß nicht, ob es mit 2 Kilo geht. Oder ob das vielleicht doch schon entweder 5 € oder 6 € kostet. Das muss ich dann nochmal genau nachrechnen. Beziehungsweise gucken und wiegen. Und ja. Und dann würde ich mich freuen, wenn einer von euch daran Interesse hat. Oder 2. Wie gesagt, ein riesen Serviettenpaket, genauso wie ein schönes Wollepaket. Und suchen einen neuen Besitzer gegen Porto. Meldet euch, wie gesagt, über E-Mail oder über Instagram. Und ich würde mich freuen, wenn ich 2 Leutchen damit glücklich machen könnte. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.